werden. Ja, ich komme gerade vom Laufen. Das mache ich regelmäßig, um fit zu bleiben. Ansonsten habe ich hier meinen mobilen Schreibtisch in die Küche geschoben, um auch ein Office in meiner kleinen Potsdamer Küche zu haben, und treffe mich gleich in einem Daily Stand-Up mit meinem Team, um uns gegenseitig abzudaten. Ist relativ wichtig, hilft uns. Größte Herausforderung ist es aktuell, sicher zu planen. Als Veranstaltungsmanager bei der Transferagentur für Großstädte ist es zentral in meinem Job. Wir haben viele Veranstaltungen im Jahr, Entwicklungsworkshops, Großstadtnetzwerke, Jahrestagungen. Die haben wir Gott sei Dank schon im Februar machen können, ohne Probleme. Alles andere gestaltet sich derzeit relativ schwierig. Ja. Freunde von mir sagen, ja, hast ja gerade relativ wenig zu tun. Stimmt leider nicht. Es ist eine krasse Kommunikationsleistung, einmal im Team, in den unterschiedlichen kleinen Projektteams, wie wir sie haben. Also wir planen zum einen natürlich so, als ob die Veranstaltung stattfindet. Zum anderen natürlich müssen wir Strategien und Taktiken entwickeln, was wir alternativ machen. Sprich, zum einen holen wir uns Alternativtermine aus den Locations ab, gucken uns die AGBs an, aber fragen auch, wie die Locations selbst damit gerade umgehen. Weiter bilden wir uns natürlich weiter und probieren natürlich so ein analoges Format wie eine Veranstaltung ins Digitale zu transformieren, was wir auch schon an ein, zwei Stellen gemacht haben, funktioniert super. Also wir konnten im Prinzip von gestern auf heute sofort damit starten. Ja, innerhalb dieser aktuellen Krise, in der wir uns ja befinden, finde ich die Kreativität, die gerade hier so an den Tag gelegt wird. Neue Formate sind ratzbatz entwickelt worden. Wir kommen sofort ins Machen. Unterschiedliche Online-Austauschrunden werden initiiert. Wir vergemeinschaften unser Wissen, bündeln es bei uns auf SharePoint, sodass jeder da rankommt. Also es ist ein riesengroßes Schwarmverhalten, was schon sehr bemerkenswert ist und ja, die Relevanz der Digitalisierung nochmal hervorbringt. Ne? Also God save the Videokonferenzen. Wir konnten halt von einem Tag auf den anderen sofort auch weiterarbeiten, ne? Und hatten da keine große Lücke. Also da nochmal riesengroßen Dank an die IT bei uns, dass das so reibungslos funktioniert hat. Aber auch nochmal ein kleiner Schwenk ins Private. Ich mache seit 22 Jahren mit Freunden ein Festival, das Freerock Festival. Und wir feiern nicht nur und machen Halligalli, sondern wir initiieren auch sinnstiftende Projekte. Jetzt in der aktuellen Situation, Freerock hilft. Haben da unterschiedlichste kleine AGs gegründet, unter anderem auch haben wir unsere T-Shirts aus 2019 umgenäht zu Masken, und innerhalb kürzester Zeit wurden die veräußert. Also absolut krass, was unsere Community da auch irgendwie, wie die hinter uns stand und steht, ne? Konnten einen vierstelligen Betrag zusammensammeln. Die Kohle geht jetzt an die Hilfsorganisation Kados, die in Krisen- und Kriegsgebieten humanitäre Hilfe leistet, sehr unterstützenswert, und die bekommen nun die Kohle und können damit gut weiterarbeiten. Sieht man nochmal die Kraft der Kreativität, die Solidarität hier in der Gesellschaft. Finde ich krass, ist cool, ne? Das macht Mut. Ja, fällt mir relativ leicht. Ich wohne in Potsdam, bedeutet One Way, eine Stunde, Pi mal Daumen, heißt 2 Stunden Anfahrtsweg pro Tag spare ich mir. Das finde ich gut. Der andere Smile-Moment ist der Paketbote, der fast täglich immer klingelt hier. Ich muss. Macht Sport, wie gesagt, bewegt euch, und ganz wichtig, vergesst das Mittagessen nicht. Habe ich heute wieder erst um 2:30 gegessen, also von daher. Na gut, ich mache jetzt Feierabend. Ich wünsche euch alles Beste, bleibt gesund.